Bei einem Online-Shop handelt es sich um weitaus mehr als nur um eine Chance, je nach Wunsch sogar weltweit auszuliefern. Vielmehr kann diese Option auch als Marketingunterstützung genutzt werden, um selbstverständlich auf lange Sicht sowohl Umsätze als auch Bekanntheitsgrad zu steigern. Warum einen Online-Shop erstellen? Die Gründe, die dafür sprechen, sich ernsthaft mit der Einrichtung eines Online-Shops zu befassen, sind vielseitig. Fest steht, sowohl Kunden als auch Shopbetreiber können von diesem Schritt profitieren. Vorteile eines Online-Shops aus Käufersicht. Bequem. Der Einkauf kann einfach von zu Hause aus zu jeder Tageszeit und zu jedem Wochentag getätigt werden. Es gibt keine Öffnungszeiten, an die sich der Kunde halten muss. Informationsangebot. Der Konsument kann sich in aller Ruhe über das Produkt informieren. Erfahrungsberichte oder Vergleichstests im Internet erleichtern die Entscheidung. Auswahlmöglichkeit. In einem Online-Shop wird eine größere Produktpalette angeboten als im Ladengeschäft. Günstiger. Viele Online-Shops können günstigere Preise anbieten, da sie keine Lagerkosten oder Miete zahlen müssen. Nicht nur für die Kunden bietet der Online-Shop Vorteile, auch du kannst davon profitieren. Vorteile eines Online-Shops aus Verkäufersicht: Keine teure Ladenmiete, weniger Personalkosten, niedrige Anfangsinvestitionen, hohe Reichweite, Nutzerverhalten studieren, Cross-Selling-Angebote. Wie findest du geeignete Produkte zum Verkaufen? Grundsätzlich gilt, dass es vergleichsweise wenige Produkte oder Dienstleistungen gibt, die nicht über das Internet verkauft werden können. Und dennoch sind es statistisch gesehen vor allem die bekannten Klassiker, die immer wieder im Fokus stehen. Mode, Reisen, Technik, Bücher und Spielzeug. Checkliste. So erstellst du deinen eigenen Online-Shop. Zuallererst brauchst du ein Konzept. Hier gilt es, eine Marktlücke zu finden und ein Produktangebot zu definieren. Da dies in unserer heutigen Zeit kaum mehr möglich ist, sollte man zumindest versuchen, eine Nische zu finden. Zielgruppe definieren. Mindestens genauso wichtig wie das Produktangebot ist es, die richtige Zielgruppe zu definieren. Deine Zielgruppe gibt dir einen Hinweis darauf, ob der Vertrieb deiner Produkte über einen Online-Shop überhaupt sinnvoll für dich ist. Businessplan erstellen. Spätestens wenn es darum geht, an Unterstützung in Form von finanziellen Mitteln zu gelangen, brauchst du einen Businessplan. Hier musst du dir fundierte Gedanken über die Kosten und deren Finanzierung machen. So machst du deinen Online-Shop erfolgreich. Möchtest du im Internet erfolgreich sein, brauchst du eine passende Domain. Die Domain-Strategie ist neben Kommunikation, Werbung und Vermarktung ein zentraler Baustein für das Erstellen deines Online-Shops. Die erste Frage, die du dir als Online-Händler in Bezug zu Domain stellen solltest, ist die Frage nach der Domain-Endung oder auch Top-Level-Domain. Die Top-Level-Domain TLD ist das Domain-Grundgerüst. Wenn dein Zielmarkt national beschränkt ist und du auch zukünftig nicht international expandieren möchtest, ist die Frage schnell beantwortet. In diesem Fall wählst du eine nationale Domain-Endung wie etwa .de für den deutschen Markt. Eine nationale Domain hilft dir in deinem nationalen Zielmarkt zu einer höheren Sichtbarkeit in den Google-Ergebnissen. Planst du mit deinem Unternehmen international erfolgreich zu werden? Glückwunsch, du hast die Qual der Wahl bei der Top-Level-Domain und mehrere Möglichkeiten zur Implementierung. Die folgenden Möglichkeiten werden grundsätzlich bei internationalen Online-Shops empfohlen. Subdomains. Hierbei werden diese als eigenständige Domains betrachtet. Verzeichnisse. Diese Variante profitiert am meisten in Bezug auf die Seitenautorität von der Hauptdomain. Begeistere die Besucher mit einem Design, das im Kopf bleibt und zum Kauf anregt. Je nach Produkt oder Dienstleistung eignet sich ein helles oder dunkles Farbschema. Studien haben zum Beispiel bewiesen, dass helle Farben mehr zum Kauf anregen als dunkle. Achte in Bezug auf Design auf folgende Punkte. Navigation. Bleibt auf jeder Seite gleich und ist leicht zugänglich. Suchleiste. Sollte nicht versteckt und einfach zu nutzen sein. Produktkategorien. Gruppiere und organisiere die Produkte so, dass sie einfach zu finden sind. Produktinformation. Sollte detailliert, leserlich, gut strukturiert und SEO-optimiert sein. Kontaktinformation. Sollte einfach zu finden sein, um Interaktion mit dem Kunden zu fördern. Balance zwischen Seitenqualität und Seitenschnelligkeit. Nichts ist nerviger als eine Website, die zu langsam lädt. Daher ist die Schnelligkeit deiner Website, auch Page Speed genannt, sehr wichtig. Bei aller Schnelligkeit aber sollten deine Bilder nicht an Qualität verlieren. Lebendige Markenwerte. Dein Webshop soll natürlich auch deine Marke präsentieren. Zu deiner Marke gehört viel mehr als nur das Logo und Elemente des Corporate Designs. Unternehmenskultur, Markenwerte, Mission und Vision spielen ebenfalls in deine Marke mit ein. Der Einkaufskorb. Der Einkaufskorb oder auch Warenkorb genannt, muss besonders hervorgehoben werden. Ihm gebührt also extra Aufmerksamkeit.
Er sollte von deinen Kunden schnell gefunden werden und immer präsent sein. Die meisten Warenkörbe befinden sich in der rechten oberen Ecke. Rechtliches, Sicherheit und Allgemeines für deinen Online-Shop. Du kannst deinen Kunden verschiedene Versandoptionen bieten. Das hängt natürlich zum einen davon ab, ob die Größe und das Gewicht deiner Produkte ähnlich ist und zum anderen vom Zielland, in das deine Produkte gesendet werden. Hier unterscheidet man zwischen Abholung vor Ort und Versand per Paketdienstleister. Bezahlsysteme in deinem Online-Shop. Kreditkarte. Hier ist gut für dich als Verkäufer, dass hier die Kunden nicht so einfach Rückbuchungen tätigen können. Rechnung. Der Verkauf auf Rechnung zählt zu den beliebtesten und meistverwendeten Methoden, da der Kunde keine Daten von sich preisgeben muss. Für dich als Verkäufer bringt der Kauf auf Rechnung jedoch auch ein großes Risiko mit sich, denn bezahlt wird erst später. Das Risiko kannst du verringern, wenn du einen Payment Service Provider wie beispielsweise Klarna benutzt. Datensicherheit und Datenschutz sind ein Muss für Online-Shop-Betreiber. Zum einen gibt es viele gesetzliche Vorgaben, was den Datenschutz angeht, zum anderen ist der rechtskonforme Umgang mit den Kundendaten überlebensnotwendig. Denn wenn potenzielle Kunden das Gefühl haben, dass in deinem Unternehmen nicht rechtmäßig mit Daten umgegangen wird, sind sie ganz schnell wieder weg. Datenschutzerklärung. Jeder Online-Shop benötigt eine Datenschutzerklärung. Wichtig ist, dass diese seit dem 25. Mai 2018 DSGVO-konform sein muss. SSL-Verschlüsselung. SSL bedeutet Secure Sockets Layer. Erkennungsmerkmal ist ein kleines grünes Schloss, hinter dem sich das SSL-Zertifikat verbirgt. So werden personenbezogene Daten verschlüsselt und vor Zugriffen Dritter geschützt. AGB nicht vergessen. Jeder Online-Shop benötigt allgemeine Geschäftsbedingungen. Besonders wichtig ist, dass die AGB korrekt sind, denn sie schützen dich vor Abmahnungen durch Endverbraucher. Die AGB sollten also zum einen auf jeder Seite auffindbar sein, außerdem musst du bei Kaufabschluss den Kunden die Möglichkeit geben, die AGB zu lesen und diesen zuzustimmen. Fazit: Die Möglichkeiten, die sich dir auf der Basis eines modernen, gut strukturierten Online-Shops bieten, sind groß. Daher nimm dir unbedingt ausreichend Zeit, dich mit Aufbau, Technik, Vernetzung und Support auseinanderzusetzen und starte danach in ein erfolgreiches Business. Dank zahlreicher Integrationen und Schnittstellen kannst du deinen Online-Shop mit Zefdesk verbinden. Aus eingehenden Bestellungen wird mit wenigen Klicks eine Rechnung erstellt, die du im Handumdrehen an deine Kunden versendest. Hat dir das Video gefallen? Dann lass uns ein Like da. Abonniere unseren Kanal, um noch mehr solcher Videos zu sehen.